Vor kurzem haben wir ein Video über das israelische Raketenabwehrsystem Iron Beam gedreht. Neben Israel hat auch Russland das Perseverance Lasersystem bereits in den Kampfeinsatz geschickt. Und natürlich konnten sich auch die Vereinigten Staaten die Wiege von Star Wars nicht aus dem Laserwettrüsten heraushalten. Die ersten Prototypen von Laserwaffen gibt es nicht erst seit heute oder gestern. Ihre Entwicklung begann buchstäblich mit der Erschaffung des ersten Lasers, also schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber erst jetzt werden amerikanische Wissenschaftler und Designer in der Lage sein, Laserwaffen in die Praxis umzusetzen. Laut Vizeadmiral Thomas Moore, der die Programme der Marine zum Bau von Unterwasser- und Überwassersystemen leitet, wird der Einsatz von Laserwaffen auf amerikanischen Kriegsschiffen in den nächsten 10 bis 15 Jahren weit verbreitet sein. Anfänglich werden Laserwaffen auf Schiffen ausschließlich zur Verteidigung eingesetzt. In den Vereinigten Staaten arbeitet eine große Anzahl von Unternehmen an der Entwicklung von Laserwaffen. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation sowie die DARPA, die Defense Advanced Research Projects Agency des US-Verteidigungsministeriums. Sie alle haben bereits einige Erfolge auf diesem Gebiet erzielt. Anfang 2010 sprachen amerikanische Admiräle erstmals über die Pläne, Kriegsschiffe der Flotte mit modernen Laserwaffen umzurüsten. Und zur gleichen Zeit fanden die ersten Tests der entwickelten Lasersysteme an Bord von Kriegsschiffen der US Navy statt. Vor nicht allzu langer Zeit, im Sommer 2017, wurden zum Beispiel Tests des Lasersystems LAWS, Laser Weapon System, an Bord des Schiffes USS Ponce durchgeführt, an dessen Bug bereits im August 2014 ein Prototyp einer Laserkampfanlage installiert wurde, was natürlich große Medienaufmerksamkeit auf sich zog. Die USS Ponce ist der 38. Zerstörer aus einer Serie von 62 geplanten Zerstörern der Arleigh Burke-Klasse, DDG. Das Schiff ist seit dem 9. November 2002 im Dienst. Damals war das US-Militär im Rahmen von Tests im Persischen Golf in der Lage, Ziele auf kleinen, sich bewegenden Booten zu treffen und auch ein unbemanntes Luftfahrzeug abzuschießen. Die LAWS-Anlage verwendet einen Festkörper-Infrarotlaser mit einstellbarer Schussenergie. Eine 30-Kilowatt-Anlage soll für die Abwehr von Drohnen und kleineren Booten ausreichen. Gleichzeitig gibt es mehrere Modi, Schussenergieniveaus, sowohl um Steuerungssysteme zu blenden, als auch dem Angreifer physischen Schaden zuzufügen. Zu den Vorteilen dieses Waffentyps gehören die niedrigen Kosten pro Schuss, weniger als einen Dollar, was ihn für den Kampf gegen preisgünstigere Geschosse einschließlich Spezialanfertigungen attraktiv macht. Eine weitere Entwicklung von schiffsgestützten Laserwaffen war der Helios, High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Civilian System, der von dem bekannten Unternehmen Lockheed Martin entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um einen phasenoptischen Laser, der auf der Technologie der Spektralkombination basiert, bei der mehrere einzelne Laser zu einem Strahl mit erhöhter Leistung kombiniert werden. Im Jahr 2021 wurde Helios auf demselben Zerstörer USS Preble für den Probebetrieb montiert. Damit verfügt die US Navy über die weltweit einzige Kampflaseranlage, die unter reellen Bedingungen getestet werden kann. Da Lockheed Martin die US Navy mit dem Aegis-Kampfinformations- und Kontrollsystem für DDG-Zerstörer und Kreuzer beliefert, sollte es keine Probleme geben, Helios mit Aegis zu koppeln. Zu beachten ist, dass Helios nicht nur ein Mittel zur Zerstörung, sondern auch ein Mittel zur Beobachtung ist, was sich bereits in dem Namen des Systems widerspiegelt. Konteradmiral Ronald Boxall erklärte, viele Leute denken, dass Laser nur schießen, aber Laser sind auch ein gutes Aufklärungsinstrument, also ein Sensor. Wenn du dich einer Radarstation näherst, verschlechtern sich die Fähigkeiten des Radars objektiv. Je näher du an einen Laser rankommst, desto besser wird er. Der nächste Schritt in der Entwicklung des Helios-Programms ist es, eine Laserleistung von 150 Kilowatt zu erreichen. Die Fortschritte des Helios-Programms bringen die US Navy dem Moment näher, in dem amerikanische Schiffe mit Hilfe eines Lasers chinesische und russische Antischiffs-Marschflugkörper am nahen Rande der Killzone im Flug zerstören können. Das heißt die Zone, in der Flugabwehrraketen ihre Wirksamkeit verlieren. Die Stunde der Wahrheit wird kommen, wenn die Laserleistung 500 Kilowatt erreicht haben. In Zukunft werden Laserwaffen als wirksame Verteidigung gegen russische und chinesische Hyperschallraketen gelten. Der Laser wird in der Lage sein, ihren Hauptvorteil, die enorme Geschwindigkeit, zu neutralisieren. Selbst wenn diese Raketen mit Geschwindigkeiten von Mach 10 oder Mach 20 fliegen und ihre Flugbahn ändern, für einen Laser mit einer Geschwindigkeit von 10 Millionen Mach ist es kein Problem, ein solches Ziel abzufangen. Laserwaffen haben einen weiteren wichtigen Vorteil gegenüber herkömmlichen Flugabwehrraketen. Analysten zufolge entwickelt China und Russland neue Taktiken für den Einsatz von Schiffsabwehrraketen.
Moskau und Peking planen, bei einem Zusammenstoß auf See mehr Antischiffsraketen abzuschießen, als die Selbstverteidigungssysteme der Schiffe der US Navy abwehren können. Der Zweck eines solchen Banzai-Angriffs ist es, die amerikanische Flotte dazu zu zwingen, alle ihre Raketen zu verbrauchen und sie für weitere Angriffe schutzlos zu machen. Aber Laserwaffen haben unermesslich mehr Munition als jedes Raketenabwehrsystem für Flugzeuge. Solange das Bordkraftwerk des Schiffes funktioniert, wird auch der Laser schießen. Das heißt, die Munition ist nicht nur durch die Kapazität des Treibstofftanks für Dieselkraftstoffe begrenzt. Und wenn es sich um ein Atomkraftwerk handelt, dann kann die Munition für Laserwaffen als fast unbegrenzt angesehen werden. Aber bis jetzt ist diese Aussicht nicht für die nächsten Jahre geplant. Es gibt noch viel zu viele ungelöste Probleme. Vor allem bleibt ein Laser selbst der Megawatt-Klasse im Kampfeinsatz einkanalig auf das Ziel gerichtet. Das heißt, bis er das Ziel entdeckt, erfasst und einen Schuss abgegeben hat, kann der Laser nicht weitergehen, um das nächste Ziel zu treffen. Deshalb ist es noch zu früh, die Raketenwaffen abzuschreiben. Die Flugabwehrlenkwaffen der US Navy werden auf absehbare Zeit weiterhin gefragt sein. Bei Schiffen ist also alles klar. Und wie sieht es mit den Kampflasern aus, die auf Land- und auf Luftfahrzeugen eingesetzt werden sollen? Das Office of Naval Research der US Navy plant im Rahmen des Ground-Based Air Defense Direct Energy on the Move mobilen Laser-Luftabwehrsystem für das US Marine Corps die Entwicklung eines Lasersystems für den Einsatz auf Landfahrzeugen. Wie das Helios-System der Marine ist auch das Bodensystem für die Nahverteidigung gegen unbemannte Luftfahrzeuge und Raketen gedacht. Das System soll auf einem Humvee oder einem Joint Light Tactical Vehicle Fahrgestell installiert werden. Bereits im Februar 2019 hat Boeing auf der internationalen Waffemesse IDEX 2019 in Abu Dhabi ein experimentelles Boeing Laser Adventure Gerät auf dem Avenger Kampffahrzeug vorgeführt, mit dem kleine feindliche Drohnen effektiv bekämpft werden können. Das Ground-Based Air Defense Direct Energy on the Move System besteht aus einem fahrzeugmontierten Hochenergielaser sowie einer Kommando-, Kontroll- und Kommunikationseinrichtung C3 und einem dreidimensionalen Überwachungsradar. Das volumetrische Suchradar erkennt unbemannte Luftfahrzeuge von Interesse und überträgt die Informationen an die C3-Plattform. Die C3-Plattform führt eine Bedrohungsanalyse durch und übermittelt die Radarinformationen an die Laserplattform, die dann die Drohne mit Hilfe eines Sensorsystems, das rund um die Uhr in Betrieb ist, lokalisiert und zu verfolgen beginnt. Dann kann die C3-Plattform eine visuelle Bestätigung vornehmen und den Zielpunkt auswählen. Wenn die Entscheidung für eine Zerstörung gefallen ist, wird der Laser eingeschaltet und das Ziel von einem Laserstrahl getroffen. Die erwartete Laserleistung wird 30 Kilowatt betragen. Experten erwägen zwei Optionen für die Entwicklung des bodengestützten Systems. Die erste ist die Erhöhung der Laserleistung auf 50 Kilowatt. Die zweite Option besteht darin, das Ziel durch eine Kombination mehrerer Laser mit geringerer Leistung zu treffen. Wenn wir über Kampflaser sprechen, die in Flugzeugen installiert sind, dann sieht das Militär sie im Moment als Teil eines gerichteten Infrarot-Gegenmaßnahmensystems. Dieses System dient dem Schutz von Flugzeugen und Hubschraubern vor zielsuchenden Manpads, Man-Portable Air Defense Systems, die im Infrarotbereich operieren. Das System unterscheidet sich von herkömmlichen Infrarot-Gegenmaßnahmensystemen dadurch, dass sie die Bedrohung verfolgt und Infrarotenergie auf sie richtet. Es besteht aus einem Raketenangriffswarnsystem, einer Integrationseinheit, einem Prozessor und Lasertürmen. Das System soll bis 2025 auf der C-17 Globemaster 3, der MC-130, der CV-22 und der CH-53E Super Stallion installiert werden. Wie aus dem Überblick über die Laserwaffen hervorgeht, plant das US-Militär bisher, Kampflaser kurz- und mittelfristig nur für defensive Zwecke einzusetzen. Kurzfristig gegen Drohnen und langfristig gegen Marschflugkörper. Der Einsatz eines Lasers als Angriffsmittel beruht noch auf einem unlösbaren Problem: der Stärke des Laserstrahls. Im Moment träumen die Militärs von 150 Kilowatt Leistung und in der Zukunft träumen sie davon, die Grenze von 500 Kilowatt oder einem halben Megawatt zu erreichen. Wenn der Laserstrahl 2 Sekunden lang auf das Ziel einwirkt, dann überträgt er 1 Million Joule Energie oder 106 Joule auf das Ziel. Und eine Granate der guten alten 127 mm Mark 45 Artillerie Lafete, die auf den Zerstörern der Arleigh Burke-Klasse installiert ist, trifft das Ziel mit einer Energie von 3×1012 Joule. Das ist 3 Millionen Mal stärker. Ganz zu schweigen davon, dass die Schussweite der Anlage 30 bis 35 Kilometer beträgt. Das heißt, das Ziel wird auch jenseits des Horizonts zerstört. Und der Laser funktioniert nur in der Sichtlinie des Ziels. Und das sind maximal 15 Kilometer.
Der echte Krieg der Sterne ist also erstmal auf Eis gelegt, für mindestens 15 Jahre. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir noch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!